willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Half-Heart with Mods. Und ich muss mich auch damit herzlich willkommen zu einem neuen Update vom Entwickler. Also, was heißt Entwickler? Eigentlich mehr dem Hilfsentwickler, der hier ein bisschen wieder ausgehofft hat, nicht nur die Map gemacht hat. Die Map ist ja eigentlich nicht von ihm gemacht, aber er hat sie ja ausgebessert, wie ihr schon sehen könnt. Er macht immer mehr Sachen hier mit rein. Und er hat mich überredet zu einer Sache, die hier auch mit neu eingefügt wird, und zwar... Das wusste ich aber nicht, dass hier ein NPC steht. Ah, Bitbase. Hallo, Kirby Ninden. Ja. Der liebe, gute Bitbase hat gesagt, ich kann ja dieses Projekt ein bisschen lustiger gestalten. Jetzt nicht Roleplay-technisch, sondern noch, wenn ich da mehr NPCs und mehr Gegenstände hinzufüge. Und da dachte sich der gute... Ach, was ist denn gerade rausgekommen? Na klar. Forniacraft ist derzeit raus. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Forniacraft, Forniacraft, ich weiß es nicht. Aber die Forniacraft Add-on, besser gesagt Mod, hat erst ein neues Update bekommen. Er dachte sich einfach so, ey, warum bindet man in so ein Projekt nicht auch sowas mit ein? Und da sind zum Beispiel solche lieben NPCs, wie der gute Bitbase, den er hier eingemauert hat in, ja, Blöckies. Und, ja, solche NPCs wie PCs, Tische, Duschen, Badewannen, Bierschränke, keine Ahnung, sowas wurde hier hinzugefügt. Das macht Forniacraft. Ich habe Leinen. Ich habe 5 Sticks. Seit wann habe ich Leinen? Hatten wir Leinen schon? Ich weiß es nicht gerade. Kann sein, dass ich die aufgesammelt habe, als ich hier mit auf der Map kurz war. Ich werf's jetzt mal weg. Und die 5 Stöcke, das weiß ich auch nicht. Die lasse ich, weil das könnte natürlich sein. Ich habe aber schon mal offscreen gefarmt, während er hier ein bisschen rumgebaut hat. Da habe ich jetzt zum Beispiel den Baum öfter nochmal hingepflanzt und so weiter und so fort. Und ja, da habe ich... das Holz ist weg. Lol. Ich hatte hier extra schon... wie viel Holz war es? 32? Hatte ich eigentlich gesammelt. Aber okay, gut, dann hat sich ja nicht viel verändert. Okay, ist auch nicht schlimm. Dann hat sich nicht viel verändert. Ich hatte eigentlich noch was gefarmt gehabt für uns ein bisschen schon mal. Also einen Baum hatte ich weggeholzt. Egal. So. Ich hoffe, man hört hier alles doppelt und dreifach, weil ich habe heute kein Headset auf und keine Kopfhörer. Ich mache einfach nur Tastatur und Maus und auch keine Facecam, weil zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier gerade seht, mir geht's mega schlecht und ich möchte einfach so nicht vor die Kamera treten. Deswegen bitte beachtet das, bitte seid bitte da, oder ja, besser gesagt, seid bitte da nicht ganz böse. Tut mir wirklich leid, Leute. Ah ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, let's go. Als allererstes würde ich sagen, machen wir hier ganz normal weiter Steine. Das ist ja klassisch. Das soll man machen an das andere, weil sonst kommen wir ja nicht ganz voran. Denn wir wollen ja hier auch auf noch sogenannte Dracheninseln, wo wir Fische herkriegen. Übrigens, so nebenbei, was ich hier noch ansprechen wollte, Plataforniacraft Mod ist, es gibt eigentlich eine Mod dafür beim Haupt-Minecraft-Spiel, nicht nur bei der Windows-Edition, eine Kork-Edition. Und zwar ist es eigentlich eine Mod. Da kann man auch heiraten zum Beispiel und dann halt mit jeweiligen NPCs Kinder und sowas bekommen. Man kann halt auch PCs und sowas hinzufügen. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles miteinander verbundbar ist. Aber soweit ich weiß, ist das eine richtige Mod, wo alles dabei ist mit NPCs und so weiter und so fort. Und ja, Trampoline gibt es da auch zum Beispiel. Und halt Dusche funktionieren, wie du kannst halt echt Wasserleitungen legen und dann da funktioniert das zum Beispiel. Ist mega, mega witzig eigentlich. Es gibt, glaube ich, auch noch Autos in der richtigen Mod. Ist ja hier nur eine Add-on, weil es ja eigentlich das hier Minecraft-Game ist, deswegen nicht wundern, und heiraten kann man hier eigentlich auch nicht wirklich. Aber es gibt halt diverse neue Items und Gegenstände zu, wie ein Verlobungsring, glaube ich, tatsächlich. Ich weiß es nicht. Ich habe mich mit der Mod noch gar nicht, oder, also für mich ist es eigentlich eine Mod, mit der Add-on so auseinandergesetzt. Deswegen können wir das eigentlich alles neu erforschen. Wie sagte der gute, die gute Merkel schon, das Internet ist für uns alle... Ja, okay, gut, reicht. Das Problem ist halt auch bei so Folgen, ich denke dann immer, das könnte für euch zu langweilig sein. Aber um die Folgen dann spannend zu machen, wir können noch ein bisschen über Langusten reden. Langusten ist eine Krebsart, das ist ein Nährfeind der Hummer. Bitplays, kann ich ihn eigentlich schlagen? Ich möchte ihn nicht schlagen. Ich finde es schön, das Ding ist halt, in der richtigen Mod kann man auch Namen oder so Story zu, das hat ja Paluten gemacht mit seinem Freedom-Projekt. Hier hat er halt, er hat mir gesagt, er musste mit Name-Tags arbeiten. Aber das hier, dass er noch so einen NPC gemacht hat, das wusste ich nicht. Das wusste ich wirklich, das ist schön, das ist cool irgendwie. Vielleicht machst du mir noch so kleine Roleplay-Projekte, sowas. Das ist schön.
Weil vielleicht macht euch das ja auch Spaß. Und ich habe übrigens einen richtigen Krampf bei dem Spiel, wenn man das so macht. Ich muss das so haben. Ich muss klassisches Minecraft spielen. Bei mir ist das wirklich so. Ich habe irgendwie, kriege ich da immer einen Handkrampf. Weil ich bin gewohnt, ich bin mit klassischem Minecraft aufgewachsen. Das heißt, du konntest noch schnell die Blöcke splitten, es gab noch Blockhitten. Hat das hier halt alles nicht. Das ist ein bisschen schade, aber ist auch nicht das Schlimmste jetzt. Es ist jetzt keine Welt, die für mich untergeht. Und das hier ist für mich sehr gefährlich. Weil ich möchte nicht dauerhaft runterfallen oder eigentlich gar nicht runterfallen. Deswegen seid mir da nicht böse. Aber hier muss ich einfach sagen, Bruder muss los. So. Ich habe auch schon eine kleine Überraschung aufgenommen für die, die es noch nicht gemerkt haben sollten oder eine neue Playlist gesehen haben sollten auf meinem Kanal. Also die findet man jetzt noch nicht so unter Playlist, sondern unter meiner eigenen Playlist direkt. Und zwar habe ich was aufgenommen, was am 10. rauskommt. Das war gestern, habe ich es aufgenommen und ich wusste nicht, dass es mir einen Tag darauf eine mega Scheiße geht. Ich kann es auch nicht ändern, es tut mir mega leid, Leute. Wo ich das Projekt noch aufgenommen habe, das war einen Tag zuvor, also gestern sozusagen für mich jetzt. Aber. Und auf einmal dieser Schlag und dann geht es wieder einmal richtig beschissen. Naja. Was soll man machen? Das Leben ist gefährlich. Leute, haltet euch immer daran. Nie krank werden. 1520 Schläge, dann haben wir es auch endlich geschafft. Halt schon weit. Wir sind halt schon weit, wie ihr seht. Ich habe schon mich schon ganz weit nach hinten gebuddelt, aber wir können halt hier gleich die Grenze erstmal abschließen, weil ich wollte sofort einen längeren Gang haben. Gut, vielleicht rede ich mich auch einfach raus, da habe ich ganz schön vermacht. Gut, das schneide ich raus. Wenn es was gäbe, was ich rausschneiden müsste. Dennoch. Gut, okay, ich gebe es zu. Ich habe einfach nur gerade nach unten. Nicht mehr lange, dann haben wir es geschafft. Ich habe extra schon ein paar Leitern gecraftet, damit wir wenigstens ein bisschen vorankommen gleich. Wo möchte ich denn überhaupt anlegen? Es geht halt einfach darum, wir können halt die Fische farmen und die brauchen wir halt für den Tagschatten. Ihr wisst Bescheid, Jungs, ne? Da möchte ich anlegen. Mache. Ich riskiere jetzt einfach, dass ich den Sprung schaffe. Nein, nicht mehr viel. Kein Problem für mich. Hoppala. Seht ihr, da habe ich ein bisschen MLG geübt. Das ist es leider MLG? Nee, eigentlich gar nicht, ne? Fast. Ich kann gleich den Baum mitnehmen. Das seht ihr einfach jetzt direkt. Oh nö, seht ihr gar nicht, weil ich nicht mehr speeden kann. Och nö. Oh, ich habe gerade das Mauspad weggeschoben, aus Versehen. Mit der Unterseite da. Dann, oh, Scheiße, er hatte ich jetzt Angst, ne? Boah. Problem ist, ich möchte auch noch mal jetzt ganz kurz Real Talk machen. Ich habe ein Projekt angefangen, ja, das habe ich ja schon gerade eben ein bisschen euch heiß gemacht, falls ihr könnt ja erraten, was es hier handelt. Und zwar habe ich in letzter Zeit, das sollte jetzt aufgefallen sein, kaum noch Zeit für Videos. Das heißt, ich schaffe höchstens mal derzeit oder wie es war, ein, zwei Videos in einer Woche. Das hat diverse Hintergründe. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich jetzt anfange, für die Fahrschule zu lernen. Gut, jetzt sagen sie meist, was? Du hast schon gesagt, du fängst im Dezember an. Jetzt sind nur noch, es sind doch erst 2 Monate bis dann, also, oder besser gesagt, ein ganzer Monat jetzt dann nur noch. Aber dennoch,
Bei mir war das so, ich habe ja schon mal erzählt, ich bin, auch wenn es schon 2003 war, ich bin in einem sehr frühen Stadium noch aufgewachsen, so als wie 1990, so rund um 1970, sage ich mal, so gut auf Deutsch gesagt, ganz übertrieben. Und da habe ich einfach gelernt, sage ich mal, rein aus Instinkt, früh mit Sachen anzufangen zu lernen, jetzt nicht einen unter Stress zu setzen, sondern mehr halt sich auch dafür ins Zeug zu legen. Das heißt, ich möchte es auch ja schaffen. Das bedeutet, wenn ich was mir in den Kopf setze, dann setze ich alles daran, dies auch zu schaffen. Also in die Tat auch umzusetzen. Das heißt, wenn ich jetzt, Alter, ich stehe jetzt, ich bin Langschläfer, ich stehe um, sagen wir mal, ganz übertrieben, 14 Uhr auf. Stehe ich aber nicht. 10 Uhr eigentlich meistens. Außer ich bin richtig extrem, dann stehe ich 12 Uhr auf. Und ganz normal Zügel wäre bei mir 9 Uhr. Aber sagen wir mal, ich würde jeden Tag mir den Weg ins Ziel setzen und würde sagen, Alter, jetzt stehst du um 6 Uhr auf und stehe ich mir auch jeden Tag Wecker. Also heißt, ich bin ein Typ, wenn du mir was sagen würdest, das würdest du jetzt mit mir durchziehen, sage ich auch ganz ehrlich, Alter, da bin ich dabei. Und es gibt keinen Rückzieher. Sollte man dann sagen, jo nee, ich habe einfach doch keinen Bock, dann ziehe ich das durch. Jetzt nicht um anzugeben, sage ich mal, sondern mehr, weil es halt einfach so meine Art ist. Wenn ich was mache, dann beende ich es auch. So, ihr versteht, was ich meine. Oder wenn ich um was kämpfe, dann kämpfe ich auch darum. Das bedeutet, sage ich mal, wenn ich jetzt um gegen Artikel 13 noch kämpfen würde, wenn es noch Messen gibt dagegen, dann kämpfe ich dagegen. Klar, also ich bin dafür, dass Artikel 13 nicht rumkommt. Ne? Ihr versteht, was ich meine. So ein kleiner Vergleich. So, oh, der Baum ist auch direkt gewachsen. Das nehme ich direkt mit. Aber ich bin froh, wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Jetzt hoch. Schon wieder Leitern steigen. Aber dafür sind wir bald oben. Bin mal echt gespannt, was Bitty da oben gebaut hat. Ist das ein Schaf? Also wenn Bentley das hier jetzt sieht, dann wird das schon ultra heftig. Also er hat mir gesagt, er hat bis zu dem Zeitpunkt hier noch alles mit Villagern gebaut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, eh jetzt auch, falls du da jetzt irgendwas mit Funeircraft gebaut hast, dann ich muss ihn dann in Schutz nehmen. Er hat mir gesagt, er hat alles noch mit Villagern gebaut. Das ist da oben. Ey, geh da mal weg! Bitte was? Schwimmt da echt ein NPC rum? Weil meine ich, dass die Pferde den runter, die gut runterschubsen. Puh, bist du teuer. Aber jetzt mal ehrlich. Hey, so schlecht sehen die Minecraft-NPCs gar nicht aus. Ich muss da was gegen machen, ey. Diese Pferde, nicht, dass die wirklich runterschubsen. Pferde spawnen ja immer wieder. Komm, hopp! Alter Scheiße. Jetzt merke ich, habe ich da gerade ein bisschen echt eingeschossen. Nein! Ich wollte gerade erzählen, dass ich mich da jetzt eingeschossen habe, weil ich dachte, auf was lasse ich mich hier ein? Hä? Oh, Death. 2? 1? Das war mein erster Tod. Nee, das ist mein zweiter Tod. Oh nein, Leder. Stimmt, die Pferde geben ja Leder. Ich hätte das Pferd töten sollen. Jetzt mal ehrlich. Was bietet denn die jetzt mal? No joke. Oh nein. Nein, jetzt komme ich nicht zu meinem. Nein! Nein! Ich rette dich gleich! Oh nö. Was? Ja, mittlerweile laufe ich jetzt zum fünften Mal hoch, so gut auf Deutsch gesagt. Oh, Scheiße. Ja, jetzt mal ehrlich, Alter. Hä? Ey, das ist mein Traum-NPC jetzt schon. Also, ich weiß, Hugh Dogs aus sehr fernen Quellen
Es kommt schon gut hin. Bitte fall nicht runter. Ey, bitte fall nicht runter. Bleib mal bitte hier. Ich hab na. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich glaube, die bringt sich gleich um, Alter. Er ist ja mega heftig. Ich brauche einen Ring. Oh, Gottes Willen. Sind die Eisbären aggressiv? Ich weiß es nicht. Weiß, dass mir die frischen Fisch bringen. Ja, Fisch. Oh, nice. Ihr könnt übrigens auch einen Namen in den Kommentaren für unseren Tagschatten benennen. Schreibt gerne einfach einen Namen in die Kommentare. Das würde mich schon sehr freuen. Oh, geil, ein Apfel. Okay, wir haben jetzt wieder ein bisschen Stein. Das bedeutet. Oh, warte, den Apfel muss ich packen. Übrigens, bevor ich jetzt das sage, was ich gerade sagen wollte, viele haben mich gesagt, wie machst du das, wenn du jetzt. Du willst, du musst ja angeblich den Enderdrachen besiegen, so. Was heißt angeblich? Jedes Spiel, jedes Projekt endet mit einem Enderdrachen. Dann dachten sie sich mal, hey, wie willst du das schaffen mit einem halben Herz? Das ist ja unmöglich, ohne 100 Mal zu sterben. Viele wissen aber nicht, in den Regeln stand nicht, dass ich mich nicht heilen kann. Die Hauptchallenge besteht half heart, Hauptsitz ist das halbe Leben. Das bedeutet, es geht immer darum, mit einem halben Leben hier rumzurennen. Bedeutet aber nicht, dass wenn ich einen Goldapfel oder einen Heiltrank habe, mich nicht heilen kann, weil regenerieren tun wir nicht von selbst. Ihr seht ja, Hungerleiste ist voll, natürliche Regeneration ist aus. Das bedeutet, ich kann. Oh Gott, ist sie weg? Oh nee, Gott. Oh, das bist du für ein Brocken. Das bedeutet aber nicht, dass ich mich mit dem Goldapfel heilen kann. Bedeutet, ich kann, wenn ich es schaffe, mich voll zu kriegen mit dem Leben her und eine gute Rüstung zu haben, dann darf ich potenziell damit auch kämpfen. Ne? Ihr versteht auch, was ich hinaus möchte. Ich muss sie unbedingt einbauen. Wird schon geil. Oh, noch ein Apfel. Okay, zwei potenzielle Goldäpfel sind da. Geil. Okay, weiter geht's. Warte mal einen Moment. Ist der Reisenhändler weg? Nee, ne, der ist jetzt nicht runtergefallen, oder? Ich brauch dich nicht. Tschüss. Scheiße, der Reisenhändler ist weg. Der ist nämlich runtergefallen. Verdammt. Hätten wir eventuell was Gutes mit denen handeln können. Aber jetzt haben wir unsere Leine. Die können wir schön für den Drachen verwenden. Ist gut. Perfekt. So, jetzt kommen wir noch kurz nach unserer Traumliebe hier oben. Nach unserem Herzblatt. Auf was ich unbedingt will, ist das Flaggschiff. Das ist geil. Flaggschiff. Oh, Gottes Also auf das muss ich unbedingt auf das Schiff. Das sieht nämlich optisch mega geil aus. Eigentlich hat BitPlace hat mir gesagt gehabt, er hat sich eigentlich gar nicht so viel Mühe gegeben. Aber BitPlace, also Bitty, das ist ja mehr als geil. Also sowas kriegt ja nicht mal ich hin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich bei Leuten denen das zeigen wollte, wie ich baue, da haben die meist immer gesagt, ich baue mega geil in 3D. Aber das, also gut, ich halte jetzt nicht viel von meinen Baukünsten, aber trotzdem, was du da gebaut hast, Junge, ist das stark. Alter. Also du wärst einer der ersten Leute, die ich fragen würde für einen Server, falls ich einen aufmachen würde. Bezahlen tue ich dich auch, keine Sorge. Scheiße, ich muss ihn schnell wegholzen, ehe sie kommt und hier drauf springen möchte. Ah, jetzt habe ich aber eine Sonnenblume weggemacht. Ah, ist egal. Möchte sie unbedingt vor sich selbst schützen. Ob sie so eine Psychotante wäre, der NPC, der arme NPC. Aber hier in dem Rosengarten kannst du ganz gern bleiben. Nee, das sieht ja mal mega geil aus. Also wirklich, das überrascht mich richtig krass. Ja, sieht aus wie ein Knast, ich weiß. Aber ich kann's. Nein, ich bin nicht reingefallen gerade, oder? Facepalm. Ich habe eh eine Idee, ich bringe mich schnell um. Ja, ich bin ein Psychopath, ich weiß. Du brauchst mich gar nicht so angucken, aber den Ring schenke ich dir trotzdem. Rette mich! Nein, ich muss schnell raus, oder? Nee. Okay, egal. Irgendwie komisch. Egal. So, wir
machen aber noch mehr. Wir sind noch nicht fertig mit der Folge. Denn jetzt wird noch mehr gefarmt. Wobei wir können anstreben, noch eine Kobbelfarm zu machen. Also die Grundbreite für die Kobbelfarm. Natürlich muss ich den Stein auslegen. Ich möchte es eigentlich ganz gerne hier oben hin haben. Das bedeutet, ich werde jetzt hier nochmal einen kleinen Mini-Weg hin machen. Da wird dann hier nochmal einer mit Holz verlängert. Ne, wobei hier nach Holz verlängert, würde ich sagen. Das bedeutet von hier nach hier. So. Und dann möchte ich, dass hier gerne die Cobblestone Farm anfängt. Das bedeutet, ich mache jetzt nochmal hier einen breit. Eins nach vorne. Dann wird dann hier die erste Ebene für den Tower angesetzt. Bedeutet, hier soll die Kante sein. Nee, Quatsch. Nee, ist richtig. Die Kante soll da sein, ungefähr. Weil wir müssen ja so eine Art Dreieck machen für eine erweiterte Cobblefarm. Dann kommt hier das zweite hin. So. So, so. Und so. Und dann muss da eins hin. Okay, gut. Die Grundform haben wir schon mal definitiv. Dich übersehe ich hier definitiv nicht, mein Freund. Ich mache gleich wieder anpflanzen, Wenzo. So, und dann kriegen wir das hier auch hin. Nämlich der Lüb der Lachs, Freunde. Oh. Nein, bitte. Kriegt ihr noch? Ah, nein. Ja, hab ich noch. So. Wir möchten ja auch produktiv sein, würde ich sagen, oder? Ich möchte nicht mit euch immer für eine Folge, die ich euch dann immer, ich werde es ja jetzt mit dabei immer zusammencutten, immer nur dahin und dann machen wir nur das und das. Wir kommen gar nicht weit, das soll ja so kein Let's Play jetzt werden. Das soll schon was sein, wo ihr auch seht, dass wir produktiv sind. Das war schlecht. Und nicht die ganze Zeit an derselben Stelle hängen, das wäre jetzt nämlich auch blöd. So, machen wir schon mal. Können wir dann das Dach draufsetzen, danach hier mit dem Wasser, mit dem Lava-Eimer nachsetzen. Ne, Wasser und Lava-Eimer. Joa, das ist schon geil. Aber mit dem NPC muss ich was einfach lassen. Ich weiß ja nicht, es ist ja nicht, dass sie mich direkt verfolgen, ne? Das ist ja bei den Drachen anders da in der Mod. Wenn du den spawnst, dann verfolgt der einen natürlich. Und muss ich da mit der Leine agieren. Ja, klingt richtig blöd, Alter. Ja, klingt richtig blöd, aber... soll ich machen? Und dann muss ich den da irgendwie runter dran, vielleicht baue ich da eine riesige Klappe oder so. Oh, ich habe jetzt schon keine Lust. Ich habe jetzt schon keine Lust, aber für die Liebe, Leute, für die Liebe. Gib mir mehr von dem, was du Liebe nennst, was auch immer das auch bedeutet. Ich habe ja keine Ahnung von Liebe. Ich bin nur so ein stickiger, oller YouTuber, der doch nur YouTube macht fürs Geld. Und Spaß. Zack, 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 zack. Zack, zack und zack. Okay. Haben wir hier die Grundform für die Cobblefarm. Müssen wir noch dafür sorgen, dass wir hier wieder hochkommen. Dann mache ich einfach mal ganz schnell das Podest drauf. Ist jetzt nicht das Schwerste. Ich brauche noch mal ein bisschen. Wie viele Steine brauchen wir? 1, 2, 3, 4. Machen wir mal 8. Ne, wir brauchen mehr. Machen wir 12. Falls ich mich oft verbaue und den Stein nicht wiederkriege. Ich brauche halt keine Sorgen oben beim NPC haben, bei der Frau, weil sie ist in Licht gehüllt und sie ist zugemauert. Also ihr kann soweit ich weiß nichts passieren. Ich hoffe es einfach mal. Ich hoffe es einfach mal. So, 1, 2, 3, 4... die Lava rein in den zweiten Slot. Jetzt ist da natürlich der Kobbel reingeknallt. Dann brauche ich den Eimer für die Lava. So, jetzt habe ich natürlich ein kleines Jump'n'Run gebaut. Ist aber kein Problem, wer es nicht weiß. Ich spiele ganz gerne Jump'n'Runs. So, jetzt backt natürlich der Lichter durch. Jetzt ist es natürlich dunkel, das Ganze. Und dann kommt natürlich das Wasser hier oben drauf. Ist natürlich jetzt ganz doof, weil für die es jetzt nicht krallen, wir brauchen natürlich das Wasser, um die Kobbelfarm in Betrieb zu setzen. Blöd ist nur, ich habe dahin die Tür offen gelassen. Das ist auch ganz blöd. Ich werde mal gleich weiterbauen, wenn es wieder Tag ist. Wartet mal, ich bleib mir kurz stehen. So lange gehe ich kurz runter. So. So.
mal ganz kurz für deine YouTuber. So, Problem ist jetzt halt, ich möchte Kohlen haben. Wie machen wir Kohlen hier rein? Kohlen mache ich so. Ich werde jetzt hier mal ein Loch machen und werde das dann aushöhlen. Das sieht dann so wie folgt. Das sieht zwar richtig beknackt und hässlich aus, ist aber nicht weiter schlimm, weil im Endeffekt stört das ja nicht beim Cobblefarm, sondern es stört eigentlich gar nicht mehr, weil das Wasser jetzt weiterhin runterläuft. Gut, du kannst natürlich verschönern, indem wir so machen. Natürlich kann man jetzt, und damit wir auch wissen, dass es wirklich funktioniert hat, wir können es so abbauen. Grundstein war jetzt einfach, wo ich Sorge hatte, ist, wie wir halt diese Löcher machen. Aber das geht ganz einfach, den ich jetzt so mache. Gut, sieht zwar nicht jetzt jeder, ist jetzt hier nicht jedermanns Sache, wie ich das jetzt gelöst habe. Aber die Hauptsache ist, in jedem Fall der Fälle, es funktioniert. Stimmt so nicht, weil wer hat jeder Typ, wenn jetzt ihr ein Auto an einen Kollegen verleiht oder an euren Bruder oder wen auch immer und der ist jünger oder älter als ihr, wie auch immer, und der macht euer Auto kaputt mit einem Autounfall, den er nicht mal verschuldet. Wer hat ihr dann richtig angepisst auf den oder wie wäre das? Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich wäre eher glücklich, dass dem Auto was passiert, als wie statt einer meiner Familienmitglieder. Ich kann das gar nicht verstehen. Kann man nur so dreist oder, ich sag mal, unverschämt seiner Familie gegenüber sein, weil ich meine, es ist doch viel schöner, wenn dem Auto was passiert, als wie wenn, keine Ahnung, dein Bruder daran stirbt oder deine Schwester. Ist doch viel besser, wenn dem Auto lieber was passiert und deine Familie unversehrt bleibt. Ist ja auch egal. So. Und zack, okay. Und zack, und zack, und zack, craften. Und zack, und zack, und zack, und zack. Scheiße, ein Stein fehlt. Zack, zack, zack. Craften. Zack, zack. Zack. Und fertig. Gut, jetzt würde ich ganz gerne noch schnell beim NPC Wasser holen. Ich wollte gerade sagen, hängt die da oben drauf? Oh Gott, bitte nicht. Und ich glaube, ich werde ganz kurz was machen, um das hier schöner zu machen. Ich habe die Erde natürlich komplett verballert. Oder wartet mal, nee, mache ich gar nicht. Ich verbinde das schnell mit dem Wasser. Moment. Hier ein Stein. Der Freundschaft. So, Türe zu. Und jetzt habe ich was richtig Riskantes, was ich hiermit verbinde. Ist aber kein Problem. So, als allererstes möchte ich hier einen Wasserpunkt haben. Und zwar, ich möchte jetzt die ganze untere Schicht abholzen und das mache ich ganz einfach. Ja, wir werden im Endeffekt sowieso nur noch ein Stückchen Erde haben, das wird schon ein anderes Stück Erde drin. Das ist nur ganz einfach, weil wir haben hier nicht mehr viel. Alles ist auf Bedrock gebaut, sozusagen. Nein, ich wollte gerade aufgehen! Mann! Ich wollte gerade hochschwimmen! Ist bestimmt was da untergefallen, also scheiße. So. Ich werde hier versuchen, jede Erde mitzunehmen. Aber gar nicht. Da ist ja die Bedrock-Ebene. Ja, keine Sorge, das kann ich dann bauen. Nur, dass wir so ein den Abwand und anwenden können irgendwo. Mir fällt einfach keine Ahnung runter. Das stimmt, würde vielleicht nicht, dass die unterste Ahnung sein. Ja, hier. Wird schon wieder alles saven. Das wird jetzt richtig scheiße. Ja, okay, da guckst du, hä? Da muss ich mich reinsetzen. Okay, hab ich? Oh, ich treib drauf. Oh, ich hab eine Scheiße. Ja, hab ich. Kein Problem. Gut. Können wir jetzt noch ein bisschen Erde setzen? Hier ist Schicht. Oh nein, die Erde ist weg. Scheiße! Mist, das läuft gar nicht mehr so gut. Ich muss aber hoch, ich muss ja nicht mal hoch. Hallo? Das ist richtig schwer. Scheiße, wieso krieg ich die alle nicht? Fuck! Das ist doch keine Scheiße jetzt, ey. Wie mache ich denn das jetzt hier? Oh nee! So, jetzt diese Beine hier ausstopfen. Gut, also die Seite. Gut, die haben wir. Luftholen. Ja, wir gehen. Da haben wir. Hecke, Pflanzen. Was zum Teufel? Gut, haben wir. Hier. Schau mal das hier weg.
würde gerne noch irgendwie so einen Trichter runterbauen, wo auf die Autos fünf Fangen oder so, die gleich vorne mit der Audio gefallen. Wäre ein bisschen doof. Och Mann, warum geht das alles weg, ey? Oh, ein Skelett, Alter. Das hätte mir noch gerade gefehlt, ey. Ich hoffe, meiner Holden Maid geht's gut. Ich hoffe, euch hat diese kleine produktive Folge gefallen. Lasst gerne ein Abo da, ein Like da, was auch immer möchtet, was auch immer ihr möchtet. Alter, ich bin wieder fix und fertig. Morgen geht's weiter, oder wann auch immer, wenn ich wieder Zeit habe, geht's weiter, wenn's wieder heißt Halfart with Mods. Ciao, ciao. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst doch ganz, ganz, ganz gerne einen Like da. Ihr könnt auch diesen Kanal kostenlos abonnieren. Oder schaut euch jeweils die Videos oder die Playlists an, die euch hier verlinkt werden. Also, haut raus, großen, großen Kuss auf Ehrenbruderbasis geht raus an euch. Haut rein, euer Kirby63LP.